So, ich glaube, wir sind online. Die Welt kann mich hören aus meinem Wohnzimmer, aus St. Pauli, der Herzkammer des Souls, wie ich immer sage. Ich hoffe, ihr hört mich, ihr seht mich und wir werden heute einen schönen Abend zusammen haben. Denn heute singe ich nur Lieder in deutscher Sprache. Heute ist der deutsche Abend sozusagen und ich sehe schon, los geht das. Hey, Thomas. Ach, schön, Leute. Ach, das ist immer wieder schön zu sehen, wie ihr dann wartet, bis es losgeht. Und ich langsam hier auch die Technik in den Griff kriege. Das ist schön. So muss das sein. Herzlich willkommen hier auf St. Pauli. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer zum mittlerweile 8. Livestream-Konzert. 8. 8. 8 Wochen ziehen wir da schon durch. Verdammt nochmal. Wow. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, für die lieben Worte, die ich immer wieder zwischendrin bekomme, für die aufmunternden Worte, für die Unterstützung in jeglicher Form. Vielen, vielen Dank. Ich werde das nicht vergessen. Ich werde das nicht vergessen. Das kann ich euch versprechen. Ja, geht los. Jörn, auch schon da. Bettina, hey. Stefanie, hey, ich sehe es alles, ach schön, Denise. Wir haben heute auch ein Geburtstagskind, denn die Irina aus Heilbronn hat Geburtstag und da werde ich nachher ein Lied singen und sie liebt Hamburg, das weiß ich. Und also alle Hamburger, grüßt mal Irina aus Heilbronn, die hat heute Geburtstag. So, ich würde sagen, geht's los mit dem deutschen Abend, nur deutsche Lieder. Stücke von mir, Stücke von Roger Cicero, Reinhard May, Herbert Grönemeyer ist dabei und auch von meiner Kinder-CD werde ich was singen. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Falls, und das sage ich ja immer wieder, falls der Stream abbrechen sollte, ich werde versuchen, ihn wieder ans Laufen zu kriegen und euch mit guter Musik zu versorgen. Alles klar? Bevor ich anfange, erstmal Prost. Böseldorf ist am Start. Ja, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Dann ist alles gut. Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. So, Jana Hagemann. Hey, läuft bei euch. So, mal ganz runterfahren, dass er das auch alles macht, was er soll. Ach, ich sag euch, die Technik. Irina, jetzt bist du auch online und du hast heute Geburtstag. Ist das nicht schön? Wir feiern zusammen. So, dann würde ich sagen, hilft ja nichts. Muss ja gemacht werden. Ein Stück aus meiner Feder. Das heißt gewonnen. Prost, Michael, nach Berlin. Hallo, Marleen. Ich bin mit mir in Schlachten gezogen und scheute keines Gegners Wucht. Wurde verraten, beleidigt und belogen, aber dachte nie an Flucht. Im Kampf stand ich an meiner Seite, parierte jeden Seitenhieb, warf mich vor jedes Wort, das mich treffen sollte und habe nie gekniet. Ich werde meiner Wege gehen und singen und nichts hält mich zurück. Werde vor Freude tanzen und springen, denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Ich werde meiner Wege gehen und singen und schaue nicht zurück. Alle Berge und Täler bezwingen, denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Ich bin mein allerbester Spieler, ein Freund, der selbstlos zu mir hält. Vielleicht war ich nicht immer Sieger, doch der Ball liegt noch in meinem Feld. Ich werde meiner Wege gehen und singen, und nichts hält mich zurück. Werde vor Freude tanzen und springen, denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Half ich mir wieder auf die Beine, ich lernte schnell und wurde stark. Nein, ich ließ mich nie alleine. Hey, Martin, woo! Michael, hallo, Nils, woo! Amerika, woo! Ich schütze mich und hielt mich hoch,
wenn das Wasser zu steigen begann. Lief nie davon und blieb an Bord, wenn die Angst an Größe gewann. Ich werde meiner Wege gehen und singen, und nichts hält mich zurück. Werde vor Freude tanzen und springen, denn wir werden gewinnen, welch ein Glück. Werde meiner Wege gehen und singen, und nichts hält mich zurück. Werde vor Freude tanzen und springen, denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Wenn der Mut mich mal verließ, sprang ich immer für mich ein. Ich hielt an mir fest und blieb mir treu. Nein, ich ließ mich nie allein. Hey Bettina! Ich werde meiner Wege gehen und singen, und nichts hält mich zurück. Werde vor Freude tanzen und springen, denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Ich werde meiner Wege gehen und singen und schaue nicht zurück. Alle Berge und Täler bezwingen, denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Denn ich habe gewonnen, welch ein Glück. Und ich wiederhole mich, ich werde mich niemals, niemals, nie dran gewöhnen, dass nach dem Applaus kein Applaus kommt oder irgendeine Regung des Publikums. Das ist schon, das kann meine Kamera noch nicht, dass sie sagt, hey, wow, toll, oder Dennis, es gibt so viele schöne Berufe, vielleicht, ja. Hilft ja nichts, muss ja gemacht werden. Frau Brinkmann, hallo, freue mich. Frau Zilz ist auch da, das ist schön. Also, langsam kommt ja alles zusammen. Die Getränke, können die schon gemacht werden? Ist Mario schon da? Ich weiß gar nicht. Mario? Ah, Mario ist da. Mario ist da. Getränke können rausgehen. Keine Angst haben, dass ihr verdurstet. Whisky Sour ist schon bestellt. Mario, ich mache das mittlerweile über online. Ich habe eine App, da steht drauf Mario. Und da drückst du drauf, bestellst. Und das geht direkt in sein Wohnzimmer. Und er macht es. Und dann kommt es direkt zu mir. Das ist toll. Ist besser als die ganzen Online-Nix. Der Mario-App, der hat eine eigene App. Die Mario-App. Unglaublich. So, herzlich willkommen für alle neu dazugekommenen. Mein Name ist Dennis Durand. Ich singe für euch aus meinem Wohnzimmer. Ich hoffe, der Sound ist gut. Es klingt alles fein. Sound ist gut. Ihr hört mich. Musik hört ihr. Läuft. Wir haben ein Geburtstagskind, die Irina aus Heilbronn. Da singe ich nachher auch noch ein Lied. Die ist sehr gerne in Hamburg, das weiß ich. Und ja, herzlich willkommen. Heute ist deutscher Abend. Mad Eagle, Kartoffelsalat, weiße Socken in Sandalen. Läuft? Nein, das sind Klischees und die sind doof. Ich bin sehr, sehr gerne hier und lebe hier und fühle mich sehr wohl. Also, das nächste Stück ist auch ein Stück aus der CD Leisekämpfer. Und es heißt Rampenlicht. Und ja, Rampenlicht, ich kenne es ja doch jetzt schon seit über 30 Jahren. Und es ist kein warmes Licht. Es ist ein Licht, vor dem man steht und man ist allein, so wie jetzt. Ich habe hier auch überall Scheinwerfer. Und am Ende des Tages ist man doch allein, vor der Kamera oder vor dem Publikum. Und damit muss man zurechtkommen. Und jetzt diese 8 Shows, die ich gemacht habe hier, ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht, weil ich gucke mir auch immer die Sachen an und ich werde von Mal zu Mal souveräner, habe auch langsam die Technik im Griff und habe weniger Angst, dass die Technik ausfällt. Also ich bin ganz, ganz zufrieden. Das Stück heißt Rampenlicht. Also nicht Rampensau, sondern Rampenlicht, wisst ihr schon. Arrangement Tim Spohn, Gitarre übrigens auch. Mario, hey! Du schaust in gespannte Gesichter, sie warten auf den ersten Ton. Sie warten, bis du sie mitnimmst in deine Welt. Dann füllt sich der Raum mit Geschichten und ihre Herzen wachen auf und du hoffst, dass es ihnen gefällt. Yeah. Das Rampenlicht, es wärmt dich nicht.
Es scheint sehr hell und bunt. Es schmeichelt dir, doch bleibt es kalt, wenn der letzte Ton aufsteigt und langsam verhallt. Yeah. Im Rampenlicht sieht man dich nicht, du bleibst im Hintergrund. Es schmeichelt dir, doch bleibt es kalt, wenn der letzte Ton aufsteigt und langsam verhallt. Du singst um dein Leben, so fühlt es sich an, und die Neider stehen bereit. Manche Blicke ritzen dir Falten ins Gesicht, aber du merkst es nicht, du merkst es nicht. Das Rampenlicht, es wärmt dich nicht, scheint sehr hell und bunt. Es schmeichelt dir, doch bleibt es kalt, wenn der letzte Ton aufsteigt und langsam verhallt. Doch die Musik ist immer da und hält dich warm. Sie hüllt dich ein und schenkt dir Trost. Und dann, für einen Augenblick, ist alles gut. Come on, Tim, hey! Hallo, Gabriele, Ostsee, kriegen wir hin. Hallo, Jens, schön, dass du da bist. Nils, in the house! Alexandra, woo, yes, baby. Dann kommst du nach Hause, beseelt und erschöpft, und schaust in gespannte Gesichter. Sie fragen dich, Papa, wie war's denn in deiner Welt? Dann füllt sich der Raum mit Geschichten, und ihre Herzen wachen auf, und du hoffst, dass es ihnen gefällt. Hey, hey, oh, das Rampenlicht, es wärmt dich nicht, es scheint sehr hell und bunt. Es schmeichelt dir, doch bleibt es kalt, wenn der letzte Ton aufsteigt und langsam verhallt. Oh, im Rampenlicht sieht man dich nicht, du bleibst im Hintergrund. Es schmeichelt dir, doch bleibt es kalt, wenn der letzte Ton aufsteigt und langsam verhallt. Tim Spohn an der Gitarre, Arrangement. Ich habe den Text und die Melodie gemacht. Aus unserem Album Leise Kämpfer, ja, aus dem werde ich heute noch ein paar Stücke machen. Und ich hoffe, alles läuft, ihr seid zufrieden. Es kommt immer mehr dazu. Michael, hey! Old Fashioned Jack Daniels. Jack Daniels. Ich kann euch nur sagen, besorgt euch die App von Mario, die Mario-App. Ich habe sie. Also er verteilt sie auch nur ganz sporadisch an gezielte Leute. Es geht ja auch darum, wie viel die Leute trinken. Und Mario weiß ja, ich konsumiere halt seinen Whisky sauer unglaublich gerne. Dementsprechend die Mario Zils App. Also da müsste schon, also die gibt es, aber wer sie von ihm kriegt, das ist schon ausgewählt. Und ich habe Glück, ich wurde gewählt und apropos gewählt. Heute habe ich es von 2, 3 Leuten gehört, dass ich auf 90,3, NDR 90,3, Hamburger des Tages war. Und es kam immer wieder im Radio, dass ich Hamburger des Tages war. Und mich vorgeschlagen und ich wurde gewählt vom NDR als Hamburger des Tages, weil ich schon jetzt so oft diese Livestream-Konzerte gemacht habe. Und ich freue mich sehr. Ich habe es leider nicht... Hallo, Markus! Ich habe es leider nicht gehört. Ich hatte heute tagsüber ab und zu 90,3 an, aber ich habe es leider nicht gehört. Und jemand hat mich da vorgeschlagen und, glaube ich, auch ein Interview gegeben. Vielen Dank,
wer immer das war. Ich habe da so eine Vermutung, aber who knows. Vielen, vielen Dank, Hamburger des Tages auf 90,3 NDR. Bin ich stolz drauf. Das ist toll, das ist eine schöne Sache. Da trinke ich drauf. Prost. So. Zwanche dir auch schon geschrieben, Sven. Ja dann, wer das wohl war? Eieiei. Hamburger des Tages, meine Güte, du, dass ich als schwäbischer Jung mit amerikanisch-afrikanischen Wurzeln mal dahin komme, zum Hamburger des Tages, das hätte ich ja nie gedacht. So, wir gehen jetzt zu Mr. Roger Cicero. Ein unglaublich toller Sänger war der Mann. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert, wenn ich seine Stücke singe und einstudiere, was der Mann... danke, Swantje. Meinst du, ich habe es verdient? Ich gebe mir Bier. Ja. Ja, Mario, du musst dich ranhalten mit deiner App. Also, läuft bei dir. Die Bestellungen gehen ein. Ja, ein toller Sänger, Roger Cicero. Und ein Stück, was ich machen möchte, ist Zieh die Schuhe aus. Könnt ihr es übrigens wunderbar zu tanzen, wenn ihr wollt. Zack. Ich bin ein Sammler, ein Jäger, ein guter Ernährer, ein Schrauber, ein Dreher, ein ganz Frühaufsteher, ein Broker, ein Seller, ein Intellektueller, ein Heiler, ein Helfer, im Grunde ein Geiler, bin ein Schöpfer, ein Macher, Beschützer, Bewacher, ein Forscher, ein Retter, Adretter, Jetsetter, gestellter Don Juan, ein Bild von einem Mann, so steh ich vor euch. Und höre da, zieh die Schuhe auf, bring den Müll raus, fahr aufs Kinn auf. Und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, Baby. Oh, nicht wieder bis um eins, versteh, was du sagst, aber nicht, was du meinst. What a band tonight, Baby. Ich bin ein Dichter, ein Denker, ein Richter, ein Henker, ein Sänger, ein Lover, der Typ auf dem Cover, bin ein Stürmer, ein Spieler, das Vorbild so vieler, ein Meister, ein Singer, die oberste Liga, ich versteh mich als Renner, als Könner und Kenner, ein Gangster, ein Bringer, ein ganz schlimmer Finger, der beste im Team, der Kopf vom Regime, Funktionär, Offizier. Was sagst du zu mir? Zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, fall aufs Kinn auf. Und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, Baby. Oh, nicht wieder bis um eins, versteh, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Hey, Baby! Yeah, Oliver in the house tonight! Zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, fahr aufs Kinn auf. Und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, Baby. Oh, nicht wieder bis um eins, versteh, was du sagst. Oh, zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, fahr aufs Kinn auf. Und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, Baby. Oh, nicht wieder bis um eins, versteh, was du sagst. Aber nicht, was du meinst. Oh, Baby, ich versteh nicht, was du meinst. Oh, Baby, ich versteh nicht, was du meinst. Yeah. Yeah, Mr. Roger Cicero. Wow, was war das für ein Sänger? Unglaublich. Jens, du hast die App. Du hast die Mario Zils App. Du hast sie. Ja. Hey, Thomas. Matthias. Nee, ich lasse die Schuhe an. Glaub mir das. Da, selbst in geschlossenen Räumen. Nee. Übrigens,
Ich habe schöne Nachrichten. Am Samstag, Hafengeburtstag Hamburg fällt ja aus. Aber die machen eine Online-Version. Die machen Hafengeburtstag-Stream. Und da werde ich auftreten. Ich habe mich gefragt, ob ich beim Hafengeburtstag-Stream auftrete. Natürlich. Die werden da Stände aufgebaut haben. Samstag ab 15 Uhr auf der Seite Hafen, nee, wie war denn das? Landungsbrücken, glaube ich, Gedöns. Und ich werde es auf jeden Fall nochmal posten. Ich gucke mal, ob ich es bei mir auch streamen werde. Aber auf der Seite von den Landungsbrücken wird es einen Stream geben. Und da wird es dann den Hafengeburtstag gestreamt geben. Wie gesagt, die machen so eine kleine Version davon. Findest du eine ganz schöne Geschichte. Werden mehrere Sänger auftreten, unter anderem auch ich. Freue mich sehr drauf. Samstag ab 15 Uhr Livestream Hafengeburtstag Hamburg als kleine Ersatzveranstaltung. Und ich freue mich drauf. Das wird richtig schön. So, und ich würde sagen, zum nächsten Stück sage ich gar nichts, weil es passt zum Hafen. Und dann würde ich sagen, ihr kennt die Nummer. Ich finde die Nummer hoffentlich gleich. Da ist es. Ja, da. Passt zum Meer, oder? Zum Wasser. Jana, dein Herz geht jetzt wieder auf, ich weiß das. Wir waren wie die Gezeiten, voll Sehnsucht nach der Wiederkehr. Ich war der Strand und du das Meer. Fragst du, was sollst du mir schenken? Sind wir schon so weit voneinander entfernt? Oder willst du mich kränken? Nein, ich brauch keine neue Uhr. Gib mir nur eine Spur im Sand zu dir. Ein Tag am Meer, ein Tag am Meer. Schenk mir einen Tag am Meer. Ist das so schwer? Ist das so schwer? Tag am Meer mit dir allein, mehr brauch ich nicht. Mehr muss nicht sein. Gitarre wunderschön gespielt von Tim Spohn. Das Kaiserquartett spielen die Streicher. Wir brauchten nicht viel, nur die Sonne, den Wind und meinen alten Drachen. Flog so hoch und nahm uns mit und ließ uns lachen. Schenk mir nur eine Spur im Sand zu dir. Mehr brauch ich nicht, ich warte hier. Ein Tag am Meer, ein Tag am Meer. Schenk mir einen Tag am Meer. Ist das so schwer? Oh, ist das so schwer? Tag am Meer mit dir allein, mehr brauch ich nicht, mehr muss nicht sein. Komm einfach mit an unseren Strand, er ist noch da. Wir warten, bis die Sonne aufgeht und halten uns, bis sie uns. Das Salz schmeckt süß, wenn du bei mir bist. Hey! Danke, Peter. Schenk mir nur eine Spur im Sand zu dir. Mehr brauch ich nicht. Ich warte hier. Tag am Meer, ein Tag am Meer. Schenk mir einen Tag am Meer. Ist das so schwer? Oh, ist das so schwer? Tag am Meer mit dir allein. Mehr brauch ich nicht. Mehr muss nicht sein. Nordseeluft, Frau Koppmann. Tag am Meer, ein Tag am Meer. Schenk mir einen Tag am Meer. Oh, ist das so schwer?
mir einen Tag am Meer. Ist das so schwer? Tag am Meer, ein Tag am Meer. Schenk mir einen Tag am Meer. Ist das so schwer? Natürlich, Ostsee geht auch, kein Problem. Tag am Meer mit dir allein, mehr brauch ich nicht. Mehr muss nicht sein. Ach, ich sing das Lied so gerne, Leute. Das macht so Spaß. Es ist ein gutes Stück geworden und da muss ich Tim und mir mal auf die Schulter klopfen. Tim, wenn du zuguckst, wenn du zuhörst, das haben wir gut gemacht. Schönes Stück geworden. Mehr. Ah, so viel Sehnsucht und so viel schöne Rückmeldung, die ich für dieses Lied schon bekomme. Das ist schon toll und bin sehr stolz drauf. Ja, für alle. Hey, Robert. Robert, schön, dass du da bist. Für alle, die neu dazugekommen sind. Ja, mein Name ist Dennis Durand. Ihr seid hier in meinem Wohnzimmer beim 8. Livestream-Konzert. Wir machen das schon 8 Wochen lang. Puh, ja, aber irgendwie, heute ist der deutsche Abend. Heute singe ich nur Lieder in deutscher Sprache. Und wir haben ein Geburtstagskind, die Irina aus Heilbronn. Und ja, wünsche dir mal alles Liebe zum Geburtstag. Ja, Markus, sind die CDs angekommen? Wunderbar. Ja, an dieser Stelle nochmal, ich habe ja eine Kinder-CD gemacht, die heißt Tierisch. Und ich habe jetzt noch ein paar Kartons, mittlerweile habe ich 200 Stück verschickt, an Einrichtungen, an Familien, an Kitas, an Onkeln und Tanten und Kindern und alles Mögliche. Wirklich, ich habe da alles rausgehauen. Jetzt habe ich noch 1-2 Kartons da. Wer noch eine CD Tierisch haben möchte, sagt mir Bescheid. Schreibt mir auf Messenger, schreibt mir per E-Mail, kontakt@dennisdurand.com oder hier über Messenger und ich schicke euch die. Ich zahle die CD, ich zahle das Porto. Ich möchte ein bisschen was zurückgeben, weil ihr unterstützt mich unglaublich mit euren Mails, mit euren sehr herzlichen Mails in aller Form, mit eurer Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir. Das hilft mir durch die Zeit. Es macht mir Spaß. Ich habe einen Termin in der Woche, auf den ich mich lange vorbereite. Ich lerne neue Stücke, arbeite an mir, muss singen und das ist gut, das tut mir gut und ich hoffe euch auch. Und das nächste Stück ist am 11.06. 11.06. Bettina, ist das ein Donnerstag? Weiß ich gar nicht. Nee, kann nicht sein. Nee, ist kein Donnerstag. Aus dieser CD Tierisch singe ich jetzt ein Lied. Das ist ein Kinderlied. Und ich weiß, dass viele Kinder auch zugucken. Und das nächste Stück, liebe Kinder, das ist für euch. Da geht es um Fritz Ferdinand Freiherr von Fisch. Den Text hat Frank Peter Peters geschrieben und er ist wunderschön. Da geht es um einen Fisch und der ist im Aquarium. Und er fühlt sich irgendwie nicht so richtig sexy und nicht so cool, weil sein Vetter, der lebt im großen Meer. Und der ist frei und er würde sich gern auch wie so ein cooler Hecht oder ein Hai fühlen. Und sein Vetter, der ist im großen Meer und ist eigentlich ein cooler Typ. Aber er, Fritz Ferdinand und Freiherr von Fisch, der wohnt, lebt im Aquarium, ist frustriert. Aber dann kommt die Wendung. Und hört genau zu, liebe Kinder, auch ihr Erwachsenen. Manchmal ist es was ganz Einfaches, was einem dann zeigt, dass es gar nicht so schlecht ist. Fritz Ferdinand, Freiherr von Fisch. Wir bleiben im Wasser. Von meiner CD. Von meiner CD Tierisch. Fritz Ferdinand schwimmt stets in seinem Pool, doch eigentlich findet er den gar nicht so cool. Hier kommt er sich vor, grad wie ein kleiner Fisch, und sagt zu sich selbst, das will ich nicht. In seinem Herzen, da ist er wild und frei und fühlt sich gefährlich wie ein großer Hai. Fritz Ferdinand, Freiherr von Fisch, ist von edler Geburt. Doch eigentlich beneidet er mehr seinen Halbvetter Kurt. Der lebt da draußen im
weiten Meer, im Aquarium hier aber ist es so leer. Doch wie das Leben manchmal so spielt, noch eben hat er sich ganz einsam gefühlt. Da bekommt Fritz Ferdinand plötzlich Besuch und wird ganz getört von diesem Geruch. Es schwimmt ein süßes Mädchen vorbei und grüßt Fritz Ferdinand locker mit Hi. Fritz Ferdinand, Freiherr von Fisch, ist von edler Geburt, beneidet ab heute nie mehr seinen Halbvetterkurt. Er lebt da draußen im weiten Meer, doch im Aquarium, da geht's jetzt hoch her. Hallo Jens! Doch wie das Leben manchmal so spielt, noch eben hat er sich ganz einsam gefühlt. Da bekommt Fritz Ferdinand plötzlich Besuch und wird ganz betört von diesem Geruch. Es schwimmt ein süßes Mädchen vorbei und grüßt Fritz Ferdinand locker mit Hi. Fritz Ferdinand, Freiherr von Fisch, ist von edler Geburt, beneidet ab heute nie mehr seinen Halbvetterkurt. Er lebt da draußen im weiten Meer, im Aquarium hier aber geht's jetzt hoch her. Fritz Ferdinand, Freiherr von Fisch. Aus meiner CD. Tierisch. Das ist ein schönes Stück. Ich mag das so, ja. Das ist so, das schwebt so vor sich hin und das ist schön. So, was haben wir denn noch? Ich habe ja letzten Donnerstag ein Stück angekündigt und dann wurde der Stream unterbrochen. Und dann habe ich ganz viele Rückmeldungen gekriegt. Dennis, du hast ein Stück angekündigt, was du noch nie gesungen hast und jetzt, wir haben es nicht gehört. Ich packe das jetzt einfach nochmal rein. Es ist Englisch, also es passt natürlich jetzt nicht zum deutschen Tag heute, macht aber nichts. Das ist jetzt eine kleine Pause im deutschen Repertoire und das Stück möchte ich gerne singen, weil ich es euch schulde sozusagen. Der Stream wurde ja unterbrochen und dann sind viele ausgeschieden. So, erstmal Prost. Und jetzt muss ich mal sehen, wo ich das denn habe. Hier ist es doch. Mario, meine App funktioniert übrigens wunderbar. Ich habe jetzt schon einen dritten, das kann man ja so einstellen in dieser App, im Rhythmus, den dritten Whisky Sour bestellt. Und da kann man so einen Plan anlegen in dieser Mario Zils App und dann wird das immer so geliefert. Das ist toll. Also, ich kann euch nur sagen, besorgt euch die Mario App, die funktioniert. Oh Mann, wenn ihr wüsstet, es ist sicher alles. Darf man alles ja alles gar nicht sagen. So, also, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer für alle neu dazugekommenen. Und dieses Stück möchte ich jetzt trotzdem singen, weil ich es euch versprochen habe und letztes Mal brach der Stream genau bei diesem Lied ab und es war schade und es ist ein schönes Stück. Jörn, dein Herz jetzt wird aufgehen. Ich glaube, du hast es letztes Mal auch gehört. Ja, das hast du mir auch geschrieben, aber jetzt mache ich es einfach nochmal. Always on my mind in der Version von Michael Bublé. Elvis hat es bekannt gemacht. Das Original ist von Willie Nelson. Maybe I didn't treat you
quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. Danke, Stefan. All those lonely, lonely nights. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, well, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me, tell me that your sweet love hasn't died. Satisfied. Hey, Jörn. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. 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 So, das war das Lied, was ich euch noch schuldig war, weil da brach der Stream ab und danach habe ich nochmal einen Stream angemacht, aber viele haben es nicht gehört. Always on my mind. Hey, Irina, happy birthday. Katharina aus Elhofen, hey, schön, dass ihr da seid. Ach, ist das schön. So, jetzt ein Stück aus meiner CD Leise Kämpfer, das Titelstück. Das singe ich sehr, sehr selten. Das Titelstück. Und heute habe ich mir das Stück nochmal vorgenommen und habe gesagt, ich singe jetzt Leise Kämpfer aus dem Album Leise Kämpfer. Und dann habe ich mir den Text nochmal angeguckt. Und das passt so sehr auf unsere Zeit im Moment. Da sind Leute da draußen im Supermarkt, in den Krankenhäusern, im Pflegedienst, Polizei, Feuerwehr, egal wo, die gehen raus. Oder Paketdienste, die liefern, egal was ist. Beim Bäcker, beim Metzger, die stehen da
Und die Chance, dass die sich infizieren, ist viel, viel höher als ich, der hier sitzt vor der Kamera. Und das ist ein Dienst, den die für uns leisten. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und deshalb alle, die in diesem Bereich arbeiten, meinen allergrößten Respekt, weil ihr haltet den Laden am Laufen. Und das Stück Leise Kämpfer passt. Hört auf den Text. Es passt wunderbar. Es passt wunderbar auf euch. Das möchte ich euch widmen. Leise Kämpfer aus meinem Album Leise Kämpfer. Ich singe das Lied sehr selten. Weiß auch nicht warum. Aber ich widme es euch heute. Ja, Thomas, ich gebe mir Mühe. Ihr seid da draußen und helft. Man hat euch nicht gefragt. Doch ihr könnt nicht vorbeigehen, wenn das Gewissen lagt. Ihr seid die, die hinsehen, nicht hadern und nicht schnacken, die einfach ihren Mensch stehen, bedingungslos anpacken. Regt euch, geht hinaus und bewegt euch, schaut euch alles an. Man kann euch nicht besiegen, ihr könnt fliegen, eure Herzen gehen voran, yeah. Danke, Nils. Omelia, Franz, hey! Ihr seid die leisen Kämpfer, die im Verborgenen gedeihen. Wenn die anderen marschieren, sie hassen und sie schreien. Doch ihre Augen leuchten heller als jede Wut. Ihr schenkt so vielen Seelen Hoffnung und Lebensmut. Erregt euch, geht hinaus und bewegt euch, geht einfach näher ran. Oh, man kann euch nicht besiegen, ihr könnt fliegen, eure Herzen gehen voran. Wehrt euch, bleibt zusammen und helft euch, fasst einfach mal mit an, yeah. Man kann euch nicht verbiegen, ihr könnt fliegen, eure Herzen gehen voran. Bleibt nicht stehen, macht weiter, wartet nicht, bis man euch fängt, euch belügt und lenkt. Habt den Mut, Nein zu sagen, sie zu hinterfragen. Seid auf der Hut an allen Tagen. Danke, Helena. Gitarre Tim Spohn, Arrangement Tim Spohn. Alle da draußen, die uns den Arsch retten. Danke. Regt euch, geht hinaus und bewegt euch, schaut euch alles an. Man kann euch nicht besiegen, ihr könnt fliegen, eure Herzen gehen voran. Regt euch, bleibt zusammen und seid beieinander. Kann euch nicht verbiegen, ihr könnt fliegen, eure Herzen gehen voran. Bleibt nicht stehen, macht weiter, wartet nicht, bis man euch fängt, euch belügt und lenkt, habt den Mut.
Mut, Nein zu sagen, sie zu hinterfragen. Seid auf der Hut an allen Tagen. Leise Kämpfer, ihr seid leise Kämpfer. Ihr macht nicht groß rum, ihr macht einfach, was zu machen ist. Vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich wurde heute zum Hamburger des Tages gewählt auf NDR 90,3. Ups. Und ich glaube, das kann ich an euch abgeben. Weil ich glaube, ihr seid sehr mehr würdig, Hamburger des Tages, des Monats, des Jahres zu sein, als ich das bin, definitiv. So, ein Stück, was mir sehr gefällt und ich immer wieder gerne singe. Und das finden wir. Wusstet ihr eigentlich schon, dass ich am 9. Mai auf dem Hafengeburtstag singen werde? Das wird schön. Denn die machen dort eine, ja, wie soll ich sagen, so einen improvisierten Hafengeburtstag. Und da werde ich ein musikalischer Teil sein. Und da freue ich mich schon sehr. Also Samstag um 15 Uhr geht's los. Ich glaube, ich singe ein bisschen später, aber guckt euch das an, ist bestimmt lustig. Auch an den Landungsbrücken wird live gestreamt auf der Seite vom auf der Seite von den Landungsbrücken. Müsst ihr nochmal googeln. Ansonsten, ich werde es auch morgen nochmal posten. Zum nächsten Stück sage ich nichts. Ich liebe es. Und es ist in Deutsch. Danke, Oliver. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt weht. Wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Jetzt kommt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe ihr noch lange nach, sehe sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. In der Luftaufsichtsbaracke, in den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen,
Wolken spiegeln sich darin. Ich wär gern mitgeflogen. Jetzt komm, komm. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dankeschön, Peter. Hey. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich wichtig und klein. Reinhard May, Über den Wolken, was für ein schönes Stück. In unserer Version, das Arrangement hat das Kaiserquartett gespielt. Tim Spohn hat das Arrangement geschrieben für das Kaiserquartett und wunderschönes Stück. Es ist ja schon kurz vor 10 und ich muss ja noch so viel singen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, lieber Nils. Ach Leute, es ist so schön, euch jeden Donnerstag hier zu haben. Und jetzt habe ich was für euch. Ich habe eine Überraschung. Ich bin dran und es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Nächsten Donnerstag werde ich ein Livestream-Konzert machen aus der Bar im Reichshof, auf der Bar 1910. Ich werde dort das gleiche Setting aufbauen wie hier. Ich werde einen Kameramann, wenn ich ihn kriege, buchen, der dann haben wir vielleicht bewegte Bilder, damit man die Bar ein bisschen sieht. Im Reichshof ist ja jetzt auch Sparbetrieb, da ist noch nicht so viel los, wenn überhaupt. Aber in der Bar ist gar nichts los. Deshalb, ich möchte nächsten Donnerstag, den 14. einen Livestream machen aus der Bar 1910, wo ich regelmäßig meine Swingnacht mache. Und ich bin dabei und es sieht gut aus. Nächste Woche gucke ich, ob das technisch alles vor Ort funktioniert, ob die ein starkes LAN-Kabel haben und die Internetverbindung ruckelfrei von der Bühne geht sozusagen. Wenn das alles steht, trete ich nächsten Donnerstag in der Bar 1910 auf. Livestream für euch. Und ich würde mich freuen, wenn er da zahlreich kommt. Ich habe schon überlegt, ob ihr mir Fotos schickt. Ich drucke die aus und stelle sie dann an die Tische, wo ihr sonst immer sitzt. Weil viele Gäste, die heute da sind, sind auch Stammgäste in der Bar 1910 im Reichshof. Und das wäre schon geil, wenn ich dann auf die Tische Fotos von euch, das machen wir so, schickt mir einfach Fotos, ich druck die aus und stell die dann einfach an die Tische, dass ich immer weiß, wer wo sitzt und euch dann anspreche, weil ich, wie gesagt, ich versuche einen Kameramann zu kriegen und dann machen wir da was Schönes draus. Also nächsten Donnerstag, 21 Uhr, versuche ich den Livestream dieses Konzert aus dem Reichshof, aus der Bar zu machen. So, ich schnack heute zu viel, ich merke schon. Und deshalb singe ich doch lieber. Und ihr wisst ja, wer die Welt regiert. Es ist nicht Bill Gates. Es ist nicht die Mafia. Das wisst ihr. Corona regiert uns sowieso nicht. Es sind die Frauen. Schon in der Schule, die Jungs haben gelacht, doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang, bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, hab ich Nein, danke auf meinen Parker genäht. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen, und schon öffnen sich Taschen und Herz,
Und dann kaufst du einen Ring und ein Herz, ein lassiver Blech. Und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. So ist es, ich sag's euch. Alle Register von kokett bis naiv. Sie haben als Baby schon den Papa im Griff. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen. Beißt auf man nicht, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels nur einmal rüberschauen. Sie pushen Beckham und stürzen Clinton. Eine Partei dafür zu gründen. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Taschen und Herz. Und dann kaufst du einen Ring und ein Herz. Ein lasziver Blick. Und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Actionheld. Kein Staat und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. Yes, baby! Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Taschen und Herz. Und dann kaufst du einen Ring und Herz. Oh, ein lasziver Blick. Und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Actionheld. Kein Staat und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. So ist es, meine Herren. Wunderschönes Stück. Roger Cicero ist einfach, war einfach ein Meister seines Faches und ich hätte so gern mal mit ihm gesungen. Verdammt nochmal. So, ein ganz anderer Schlag, ganz andere Richtung und oh Gott, es ist fast 10 und ich muss noch so viel singen. Naja, kriegen wir hin. So. Danke, Thomas. Claudia, vielen Dank. Jana, vielen, 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 vielen Dank. Also, das mit dem Reichshof, ich bin dran. Es sieht sehr, sehr gut aus. Schickt mir Fotos. Und im Reichshof gibt es ja die ganzen Plätze, wo man sitzen kann. Dann stelle ich die Fotos dahin und singe euch an. Und dann machen wir eine schöne Show draus. Nächsten Donnerstag, 21 Uhr, Livestream aus dem Reichshof. Ich versuche es hinzubekommen. Ich halte euch über Facebook auf dem Laufenden. So. Ja, den kennt ihr doch. Auch Deutsch. Gehst in eine Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt nicht als wie Currywurst. Mit viel Pommes dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen, ne Currywurst. Willi, komm hier mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauch was im Bauch, für meinen Schwager ja auch noch ne Currywurst. Was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Wie lieber dies mit dir, trinkst du noch ein Bier zu Currywurst, ne? Gescharf ist die Wurst, Mensch, das gibt ein Durst, auch die Currywurst. Bist du richtig down und brauchst du was zu kommen? Statt Ding dir aus, dann gehst du dann nach Haus von Currywurst. Auf dem Hemd, auf der Jacke. Kerl, was ist das denn? Alles voll Currywurst, Mensch, Willi. Ich krieg's dir, wenn ich so nach Hause komm, Willi. Du bist ein Kerl nach meinem Geschmack, aber Willi, ich bin nach Hause, ich krieg's dir, wenn ich so nach Hause komm, Willi.
Ach, so ein schönes Stück. Jetzt habt ihr Hunger, gell? Ja, da kriegt man Hunger bei dem Stück. Da kriegt man Hunger. So, wir haben ein Geburtstagskind. Die Irena aus Heilbronn. Und jetzt kommt dein Stück. Jetzt kommt dein Stück. Weil ich weiß, du liebst diese Stadt so sehr. Und dann sollst du auch dein Stück haben. Zum Geburtstag, liebe Irena. Alles, alles Gute. So, und jetzt, wo ist es? Tja, ist weg. Abgehauen. St. Pauli heute zum Deutschen Tag. Du brauchst kein Make-up, wenn du vor die Türe gehst. Du trägst niemals High Heels. Wenn du dich im Takt bewegst, bist offen und frei und manchmal auch high. Du tanzt und du springst und du swingst. Du lebst in den Tag. Deine Nächte sind sehr lang, gehst oft zu weit, doch kommst immer wieder ein. Ich bin immer hier und sehe noch dich. Du lachst und du singst und du trinkst. Du bist mein St. Pauli, meine Schönheit in der Nacht. Für immer St. Pauli, die stets über mich wacht. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Irena. Hey. Yeah. Ich fühl deinen Puls am Tag und in der Nacht. Er kommt von Herzen und schlägt mit aller Macht. Deine Straßen sind schmutzig, bist immer zu laut. Ich lebe in dir, bist ne ehrliche Haut. Du küsst und du beißt und du schreist. Du bist mein St. Pauli, meine Schönheit in der Nacht. Für immer St. Pauli, die stets über mich wacht. Ich kenn deinen Frust und brauch deine Lust. Ich bin immer hier und sehe nach dir. Du küsst und du beißt und du schreist. Du bist mein St. Pauli, meine Schönheit in der Nacht. Für immer St. Pauli, die stets über mich wacht. Du bist mein St. Pauli, meine Schönheit in der Nacht. Immer sagt Paul M. Die stets über mich war. Du bist mein St. Paul. Ich wusste, dass du das Lied magst, liebe Irena. Alles, alles Gute nach Heilbronn von hier, St. Pauli. Und ich freue mich sehr. So, Leute, es ist kurz nach 10. Ich mache nur einen und dann ist gut, oder? Für heute. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Mir hat's gefallen. Und nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder. Reinhard May. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach hab Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank.
für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hab Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, steht eine offene Tür, der ich entsteh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dankeschön, schlaft gut. Wie immer war es mir eine Freude und eine Ehre, für euch zu singen. Vielen, vielen Dank. Es tut mir leid, dass wir nochmal so einen kleinen Aussetzer haben. Ich weiß nicht warum. Es ist so. Und damit müssen wir leben. Dankeschön. Wir sehen uns nächsten Donnerstag vielleicht ziemlich sicher in der Bar 19 sehen. Reichshof. Es war meine Freude, es war meine Ehre. Dankeschön.